Eine Dittmar für die SPD. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Zimmermann, auch ich habe nicht nur sehr lange in Krankenhäusern gearbeitet, sondern bin auch jetzt noch regelmäßig in den Einrichtungen vor Ort. Und lassen Sie mich deshalb Folgendes klarstellen. Die medizinische und die pflegerische Versorgung in unseren fast 2000 Krankenhäusern in Deutschland ist eine qualitativ sehr hochwertige. Das schließt nicht aus, dass Fehler passieren aufgrund von strukturellen Versagen, von persönlichen Fehler. Und ich denke auch, wenn wir mit Missständen konfrontiert werden, dann müssen wir diese konsequent aufarbeiten und auch ahnden. Und an dieser Stelle erlauben Sie mir einen Hinweis, auch wenn wir dazu keine Koalitionsvereinbarung haben. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir diesbezüglich noch etwas hinbekommen, aber es ist mir ein ganz persönliches Anliegen. Denn ich glaube, also gerade solche Sachen im Pflege- oder auch im Lebensmittelbereich zeigen uns, dass wir ein ganz effizientes Hinweisgeberschutzgesetz brauchen. Denn oft werden diese Missstände nur durch mutige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgedeckt. Meine Damen und Herren, es ist aber keineswegs so, dass Patientinnen und Patienten in deutschen Krankenhäusern, und das sind immerhin über 19 Millionen Behandlungsfälle pro Jahr, dass diese per se damit rechnen müssen, falsch behandelt oder vernachlässigt zu werden. Im Gegenteil, die Pflegerinnen und Pfleger und die Ärzteschaft leisten sehr gute Arbeit auf hohem Niveau. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, Erlauben Sie mir eine Bemerkung. Sie haben es vielleicht hier nicht behauptet, aber die pauschalierte Aussage in dem schriftlich vorliegenden Antrag, Schäden an Leib und Leben und menschenunwürdige Zustände seien Alltag in deutschen Kliniken, das ist ein Affront gegenüber die über 1 Million Beschäftigten in den Krankenhäusern. Sie ignorieren in Ihrem Antrag komplett, dass wir in den vergangenen 2 Jahren eine Menge auf den Weg gebracht haben. Qualitätsstandards in den Krankenhäusern weiter gesteigert, die Patientensicherheit zu erhöhen und auch die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte zu verbessern. Auf das Krankenhausstrukturgesetz und die Qualitätsvorgaben ist die Kollegin Kermer schon eingegangen. Wir haben auch schon viel über Pflegeförderprogramm und über die dauerhafte Umwidmung des Versorgungszuschlags in den Pflegezuschlag gesprochen. Das halte ich wirklich für sehr wichtig, denn je höher der Zuschlag ist, umso höher, je höher der Anteil an Pflegepersonalkosten, am Gesamtkostenpersonalanteil ist. Und deshalb glaube ich, dass es schon ein echter Anreiz ist dafür, die Pflege angemessen auszustatten und in der Pflege nicht zu sparen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, einig sind wir uns in dem Punkt, dass wir eine dringende verbindliche Personalbemessung brauchen. Mit der Forderung danach rennen Sie bei meiner Fraktion offene Türen ein. Und ich sage auch, ich bin dankbar, dass es uns im Pflegestärkungsgesetz 2 gelungen ist, auch wenn mir 2020 auch zu lange ist. Aber wir haben den Fuß in der Tür und es werden Kriterien für die Personalbemessung erarbeitet. Dafür bin ich dankbar. Im Krankenhausstärkungsgesetz ist es uns in dieser Form nicht gelungen. Aber ich habe große Hoffnungen, wirklich große Hoffnungen, dass diese Expertenkommission Pflegepersonal im Krankenhaus uns wirklich deutliche Instrumente an die Hand gibt, um Pflege im Entgeltsystem besser abzubinden. Gerade die aufwendigen Pflegebedarfe bei den demenzerkrankten, pflegebedürftigen und behinderten Patienten und mit Blick auf die Kollegin Stamm-Fiebig sage ich auch bei den Kindern, ist ganz dringend notwendig, dass wir hier über ausdifferenzierte Zusatzentgelte sprechen. Und Kolleginnen und Kollegen, was dabei besonders mir wichtig ist, dass wir auch Indikatoren erarbeiten, die eine Überprüfung dann zulassen, dass diese Zusatzentgelte dann auch in der Pflege ankommen. Denn mich
Denn mich lehren Erfahrungen mit dem Pflegekomplex-Maßnahmen-Score, den wir jetzt, ich glaube, seit 2010 haben, geben wir ganz deutlich Hinweise darauf, dass wir da ganz scharfe und strenge Instrumente brauchen, um diese Mittelverwendung überprüfbar zu machen. Denn erst vor wenigen, das haben wir im Auftrag für die Expertenkommission, Frau Kollegin. Denn erst vor wenigen Tagen habe ich wieder mit einer Krankenschwester gesprochen, die mir von der aufwendigen Dokumentation berichtet, das dann da zwar zu Erlösesteigerungen in der Klinik dann dazu führt, aber letztendlich im Personalschlüssel nicht ankommt. Und das müssen wir verhindern. Und da kann ich Ihnen sagen, werden wir auch einen ganz, ganz scharfen Blick auf diese Regelungen haben, dass uns das gelingt. Ja, meine Damen und Herren, Patientinnen und Patienten müssen sich auch darauf verlassen können, dass die Behandlung medizinisch notwendig und angemessen ist. Und deshalb ist es unstrittig, dass die Bilanz einer Klinik oder auch Bonuszahlungen für die Chefetage nicht ausschlaggebend sein dürfen für einen medizinischen Eingriff, sondern ganz allein die medizinische Indikation. Und deshalb sage ich jetzt heute hier wirklich mit Nachdruck, dass ich dankbar dafür bin, dass das in dieser Deutlichkeit jetzt auch im SGB V drinsteht. Zielvereinbarungen über Leistungsmengen oder andere Messgrößen haben in Chefarztverträgen nichts verloren. Und wichtig ist es auch, dass wir die Fallpauschalen regelmäßig überprüfen und dahingehend weiterentwickeln, um gezielt Maßnahmen gegen die systematische Überfinanzierung von Sachkosten zu ergreifen. So haben wir dann auch ein Mittel in der Hand, um Anreize der Mengenausweitung jenseits von Demografie und medizinischem Fortschritt weiter zu minimieren. Ich hätte gern noch zwei Sätze zum Hygiene. Nein, ich habe auch ein Mittel an der Hand, dann wird es aber ganz still davon. Ich habe nicht zum Hygieneförderprogramm gesagt, weil mir das als Medizinerin ein ganz wichtiges Programm ist. Aber wir haben hier wichtige Schritte auf den Weg gebracht. Wir haben auch noch einiges vor uns. Ich bin guter Dinge, dass wir uns auf einem guten Weg befinden, was Personal in Krankenhäusern und in Senioreneinrichtungen angeht. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. So, der nächste Redner, Erwin Rüttel für die CDU-CSU-Fraktion.